Hallo und Servus hier heute vom Refuge Duciolo. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Nach einer weiteren Doppeletappe, 15 Kilometer, wieder 1200 Höhenmeter. Ach, anstrengend. Wie fast jede Etappe hier. Aber wie ihr hier schon im Hintergrund sehen könnt, auch heute wieder ziemlich spektakulär. Und zwar sind wir relativ lange an einem Grat entlang gewandert. Und ihr könnt euch das so vorstellen, links wäre eigentlich das Meer, haben wir nicht gesehen, war aber nicht schlimm. Und zwar waren da Wolken. Es hat einfach unglaublich ausgesehen, wie in der Landschaft von Avatar. Wolken, Nebel und der ist ab und zu hochgezogen, ab und zu war er unter uns. Und ich habe sowas noch nicht so oft gesehen und es sah einfach spektakulär aus. Aber auch heute soll es wieder nicht so lange um die Tour gehen, sondern ich möchte euch meinen Rucksack vorstellen. Und zwar haben die, die unsere Dokumentation fleißig angeschaut haben, wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich einen anderen Rucksack habe. Und zwar haben wir am Sonntag, bevor wir am Dienstag los sind, gepackt. Und währenddessen ist mir aufgefallen, und ja, die meisten werden sagen, ja, wie dumm kann man eigentlich sein? Und ich denke es auch selber, dass 36-Liter-Rucksack natürlich viel zu wenig ist, weil wir hatten insgesamt noch 12 Kilogramm an Essen dabei, Ausrüstung, um das zuzubereiten, ein Zelt mit 2 Kilogramm und es hat halt hinten und vorne nicht gepasst. Ansonsten mit dem üblichen Equipment auch vom letzten Jahr, es wäre auch so schon relativ knapp geworden. Und dann sind wir am nächsten Tag tatsächlich noch in ein Sportgeschäft gefahren und haben einen Rucksack gekauft. Und ich hatte mir am Sonntagabend schon einen rausgesucht, und zwar den Deuter Air Contact 50 plus 10 Light, Air Contact Light. Und was wirklich genial ist im Vergleich zu meinem alten Deuter Futura Pro 36, die wiegen beide genau gleich viel, 1,7 Kilogramm, nur hat halt der fast doppelt so viel Volumen. Und zwar ist er gar nicht viel größer, er ist schon ein Stück größer, aber ich kann hier dieses Fach nach oben hin extrem erweitern. Außerdem ist das hier oben noch mal größer. Man kann das auch zusätzlich noch mal abtrennen. Dieses Fach hier unten, da habe ich im Prinzip das ganze Zelt drin und meinen Schlafsack und die Matte, die unterm Zelt liegt. Und das passt alles hier vollkommen rein. Innen drin habe ich dann das Essen. An der Seite die Stangen vom Zelt und hier eine Wasserflasche, rechts eine Wasserflasche. Mir geht nehmen immer 3 Liter Wasser pro Person am Tag mit ConverTube. Und hier im oberen Fach habe ich eben meine Drohne und alles, was halt so tagsüber schnell erreichbar sein muss. Hier innen oben habe ich auch noch ein extra Fach für Wertgegenstände, die nicht so einfach zu erreichen sein sollen. Ja, und genau, das Tragesystem ist auch noch mal ein bisschen anders zum Deuter Futura Pro 36. Dort hatte ich hier so einen Zwischenraum und dadurch ist das Gewicht noch ein Stück weiter vom Körper weggehangen. Und das war für eine Hüttenwanderung bzw. eine längere Fernwanderung überhaupt nicht gut. Der Deuter Futura 36, der alte, der ist eigentlich nur für maximal 2 bis 3 Tageswanderungen. Dieser aber hier, Air Contact, ist absolut perfekt für längere Wanderungen, weil das Gewicht sitzt näher am Rücken, ist so besser zu tragen und das meiste Gewicht hängt dann eh hier auf der Hüfte. Und so war es jetzt tatsächlich einfacher mit 24 Kilo, wo ich gestartet bin mit meinem Gewicht hier, als letztes Jahr mit den 15, 16 mit dem alten.
weil es einfach näher am Rücken ist und das ganze Tragesystem irgendwie einfach komfortabler sitzt. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Halterung für meine Kamera, das war jetzt auch neu. Dadurch war ich flexibler und hatte die Kamera immer griffbereit und konnte während dem Wandern meine Stöcke in der Hand halten. Wie gesagt, ich bin super zufrieden, kann dir nur empfehlen für Fernwanderungen. Das ist jetzt kein gesponsertes Video. Ich werde unten in der Videobeschreibung einen Link setzen von Amazon. Das ist ein Affiliate-Link, da wird unterstützt ja unseren Kanal. Aber von Deuter haben wir da leider nichts bekommen. Ich habe den auch selber bezahlen müssen. Genau, was noch interessant ist, man kann den hier verstellen, je nach Körpergröße. Gut, also dann werde ich jetzt zur Lena zurückgehen ins Refuge. Es ist auch ziemlich kalt, hier oben auf 1700 Meter auch wieder. Aber schaut mal, wie herrlich es hier ist. In solchen Momenten, da wird einem klar, okay, man macht dann doch wirklich was richtig Tolles. Aber naja, das soll es für heute gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.